und die, die durch ihre Tätigkeit auch noch mediale Aufmerksamkeit erregen, dann schon gleich gar nicht verlängert. Welche Verschwendung von Ressourcen behaupte ich mir mal hier zu sagen? 1986 haben wir begonnen, da war noch dreimal, wenn ich es richtig sehe, die Frankenschau. Eine tolle Veranstaltung, wer es noch weiß, es war ja eine Landwirtschaftsmesse. Und damals gab es das Frankendorf und in dem Frankendorf war auch der Bezirk und damit auch natürlich die Trachtenberatungsstelle. Bereits 1986 hat Frau Bürgermeister Kreisner den Bahntrachtenerraum, Beispiel der Trachtenerreisenden der Bürgerin Ansbach 1986 gearbeitet und diesen herausgebracht. Inzwischen sind es ja 10 Bände, wie ich gelesen habe. Besondere Aufmerksamkeit fand aus meiner Sicht der Band Pro Tracht, Mittelfränkische Trachten heute. Ich glaube auch über die Grenzen von Mittelfranken hinaus, da hat man überall drüber gesprochen. Und der Bezirkstagspräsident, Sie haben recht. Wir hatten ja bei der Consumenta 2011 diese geniale Modenschau, wer es noch weiß, diese neuen Trachten. Eine ganz professionelle Modenschautruppe und dazu genial gestellt praktisch die alten Trachten, aus denen diese neuen Trachten abgeleitet wurden. Das war also eine ganz tolle Sache, die wir als AFAG und die Konsumenten damals sehr gefördert haben. Ich weiß, dass auch Sie Modenschau an anderer Stelle, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie bei der Konsumenta die Beste waren. Wer es nicht weiß, Protracht ist eine eingetragene und geschützte Marke des Bezirks Mittelfranken. Das ist auch wichtig, heute muss man Schutz eingehen. Der 10. und vorläufig letzte Band bearbeitet die mittelfränkische Kleidungshaltung am Beispiel der weiblichen Kopfbedeckung im 19. Jahrhundert. Das ist der 10. und ich glaube, Frau Wienmeister Geisenhofer, wahrscheinlich nicht der letzte Band. Eine Nachfolgerin nehme ich an oder vielleicht auch eine Nachfolger. Ich darf noch erwähnen, wie es sich vorhin passiert, dieser Redinger Trachtenmarkt, den Sie mit initiiert und aus der Taufe gehoben haben. Und wer es nicht weiß, das hat eine große Bedeutung. Also in meiner Nachbarschaft sind Leute, die das nie erwartet hätte, der eine war in der Arzneimittelindustrie, der plötzlich mit 8 Uhr läuft und zwar auf die Zugänglichen, war zum Trachtenverein. Und das Tollste war dann gegenüber wohnt ein alter Siemensianer, natürlich mit einer entsprechenden Pension ausgestattet und die dritte Ehefrau kam dann in einer Original-Tracht und sagte, ui, das schaut aber toll aus, wo geht sie denn hin? Ja, zum Redinger Trachtenmarkt. Also das hat Wirkung im alltäglichen Leben. Tolle Sache. Dankeschön. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die sehr gute und förderliche Zusammenarbeit, auch im Namen meines Bruders Heiko, für beide Seiten, insbesondere bei der Konsumenta. Frau Bürgermeister Kreisenhoff, wir beide haben ja immer sehr eng zusammengearbeitet bei der Realisierung. Sie waren fordernd, sehr geschickt im Umgang mit uns, um alles durchzusetzen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben das auch gerne gemacht, weil wir wussten, dass hier mit dem Bezirk und ihre Funktion tolle Sachen, die ja letztendlich für das Publikum der Konsumenten, aber haben wir also übrigens, schätze ich mal 35.000 Besucher in der Messe, die ja ein erheblicher Teil an dem Stand vorbeikommt, die das wahrnehmen. Ich hoffe, es findet Ihre Zustimmung, man ist ja nie alleine, man hat ja das Werk nie ganz alleine gemacht. Ein Dank an Ihre Mitarbeiterinnen, insbesondere an Frau Christ und dir, Ritz, das auszuloben. Sie bezeichnen sich selber als Faktotum. Das ist ein besonders hässliches Wort. Jetzt habe ich mal gut nachgeschaut, was steht drin. Eine Person, die schon lange Zeit in demselben Unternehmen oder Betrieb beschäftigt ist und eine Vielzahl aller anfallenden Aufgaben und